Aktienrückkäufe sind bei amerikanischen Unternehmen richtig en vogue. Es ist ein echter Hype. Alleine Apple hat in diesem Jahr für über 100 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Was das bedeutet und was das vor allen Dingen auch für Privatanleger bedeutet, dazu jetzt mehr in diesem Interview. 1,1 Billionen US-Dollar. Auf diese Summe belaufen sich die Aktienrückkäufe amerikanischer Unternehmen allein in diesem Jahr. Und was es mit diesen Aktienrückkäufen auf sich hat, über Fluch und Segen, möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Schrader. Er ist Geschäftsführer der Titus Unternehmensgruppe in München. Hallo, Herr Schrader. Hallo, Herr Kerscher. Herr Schrader, warum gibt es da einen solchen Boom bei den Aktienrückkäufen in den USA? Ja, jetzt im Moment, weil die Bilanzen stark sind, man viel Geld verdient hat und auch noch viel Geld verdient und offensichtlich im Moment nicht genügend Investitionsmöglichkeiten sieht. Also entweder in Unternehmensübernahmen oder auch in die eigene, sagen wir, organische Wachstumsstrategie der Unternehmen. Und es hat sich da etabliert, vor allem in den USA, dass man dann recht aggressiv eigene Aktien zurückkauft als Alternative. Das vielleicht kurz zur Erläuterung für alle, die es nicht wissen. Aktienrückkauf, das bedeutet, dass ein Unternehmen eigene Aktien am Markt zurückkauft. Warum macht das ein Unternehmen überhaupt? Was hat es davon? Sie haben in der Preisbildung an der Börse ja immer das Zustandekommen von, sage ich mal, Preisvorstellung eines Verkäufers einer Aktie und eines Käufers. Und wenn Sie jetzt dieser freien Preisbildung einfach eine Menge von Aktien entziehen, weil Sie die selbst als Unternehmen zurückkaufen, sind die frei gehandelten Aktien weniger und das ist preisstabilisierend. Das ist ein langfristig wirklich erheblicher Effekt, der vor allem in den USA meiner Meinung nach eine große Rolle spielt. Und eine andere Logik dahinter ist ganz simpel, dass vor allem in den letzten Jahren die Zinsen, die man bekam, entweder für Cashbestände, die bei der Bank gehortet waren, zu niedrig waren oder sogar negativ. Und sogar die Zinsen, die man für Kredite bezahlt hat, mit denen man dann Aktienrückkaufprogramme gemacht hat, niedriger waren als die eigenen Ertragserwartungen für die Zukunft und teilweise auch als die prognostizierten Dividenden. Und in der eher finanzmarktorientierten, aggressiven amerikanischen Denkweise ist es dann so, dass man sich sagt, wenn ich weniger auf dem Konto bekomme oder weniger Zinsen zahle für den Kredit, dann mache ich das doch und kaufe damit lieber meine eigenen großartigen Aktien, die mir Gewinne und Dividenden bescheren. Bevor wir über Fluch und Segen dieser Aktienrückkäufe sprechen, also wenn ich als Privatanleger Aktien eines Unternehmens habe, das ein Rückkaufprogramm startet, dann bin ich eigentlich auf einer ganz guten Seite, oder? Es gibt tatsächlich dem Unternehmen eine gewisse Stabilität vorausgesetzt. Wie gesagt, es ist solide gemacht. Das muss man wirklich sehen, solide gemacht. Und es war die letzten, eigentlich seit 20 Jahren, durchgehend eigentlich ein Segen und vor allem die letzten 10 Jahre ein sehr großer Erfolgstreiber und wirkt sehr kursstabilisierend. Und man behält natürlich, solange Gewinne erzielt werden, werden ja diese Gewinnausschüttung und die Gewinne, die auf den Anteil der Aktien, die im eigenen Bestand sind, kommt ja den Eignern zugute, ne, die Aktien am freien Markt gekauft haben. Es zählt aber natürlich auch rückwärts, also geht auch in die andere Richtung, wenn zum Beispiel der Kurs eines Unternehmens sich verschlechtert, dann ist es natürlich auch doppelt negativ. Wenn Sie jetzt über Segen gesprochen haben, gibt es denn auch eine Seite mit Fluch? Ja, der Fluch wäre, also das eine ist, es gibt Unternehmen, die relativ massiv auch über Kreditaktienrückkäufe gemacht haben, ne? Und das kann natürlich kippen in dem Moment, wo die Unternehmen nicht profitabel arbeiten, keine Dividenden produzieren oder starke Kursrückgänge erfahren. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen kauft für, ich nehme jetzt mal amerikanische Verhältnisse, 100 Milliarden, für 100 Milliarden US-Dollar eigene Aktien. Dann ist es gut, wenn das Unternehmen, sagen wir mal, 2% Gewinn ausschüttet, weil man 2 Milliarden Dividende bekommt. Jetzt stellen Sie sich vor, es gibt keine Dividende, vielleicht steht dagegen sogar noch ein Kredit. Man macht dann plötzlich echt einen Verlust im Cashflow. Und das andere, und das haben meiner Meinung nach viele nicht vor Augen, ist, dass natürlich die Vermögensposition, die vielleicht ursprünglich 100 Milliarden in der Bilanz betrug, auch an der Kursentwicklung des Unternehmens hängt. Wenn das Unternehmen also operative Probleme bekommt, die vielleicht zu Kursrückgängen führen, dann heißt es auch, also über die operativen Probleme hinaus nochmal, dass das Unternehmen Vermögenswerte verliert. Ja, wenn dann der eigene Aktienbestand zum Beispiel von 100 Milliarden 20% Kursrückgang, was dieses Jahr ja in der Breite passiert ist, auf 80 Milliarden zurückgeht, hat das Unternehmen auf einmal auch 20 Milliarden weniger Finanzwerte in den Büchern stehen. Ja, und das kann dann eben kippen, wenn eine solche Phase von Dauer ist.
Wir haben jetzt längere Zeit nur die Situation gehabt, dass Kursschwankungen kurzzeitig waren und die operativen Erfolge hoch waren, der Cashflow gut war, also in der Breite, sag ich mal, der Unternehmen und darüber hinaus die Zinsen auch noch niedrig waren, so dass man die Aktienrückkaufprogramme im Zweifel fremdfinanziert weiter fortgeführt hat. Es wird zum großen Fluch, wenn wir wirklich eine längere Durchstrecke haben, eine längere Rezession, eine Vielzahl von Unternehmen operativ große Probleme hätte, die Kredite schlicht nicht mehr bekämen und bei den heutigen Zinsen würde sich das auch nicht mehr lohnen, dann wird es definitiv zum Fluch, weil es doppelt negativ zählt. Aus welchen Branchen kommen denn die Unternehmen, die diese Aktienrückkäufe in den USA starten? Im Grunde genommen ist es quer durch. Es gibt natürlich schon einen Zusammenhang damit, wie stark ein Sektor gerade performt, also wie stark wird in einem Sektor Gewinn gemacht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel im Jahr 2000 hat BASF für deutsche Verhältnisse ein Rekordaktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden gemacht zum Beispiel, das erinnere ich noch, ist lange her. Da lief es halt echt gut dort und man hatte das Geld und jetzt ist es so, dass der Technologiesektor natürlich wirklich ziemlich viel Rückkauf gemacht hat, da liegt man bei etwas über 70 Milliarden im Quartal quer durch in den USA im Moment. Aber es rotiert ein bisschen, aber es geht letztendlich quer durch. Also es ist gerade in den USA wirklich üblich geworden, dass Unternehmen, wenn sie entweder die Kreditwürdigkeit für fremdfinanzierte Rückkäufe haben oder schlicht Cashflow produzieren, den sie nicht sinnvoll in Unternehmensübernahmen oder organisches Wachstum investieren können, dass sie nicht die Kasse halten, sondern also das Geld in der Kasse halten, sondern dass sie dann Aktienrückkaufprogramme machen. Also es ist quer durch. Bei diesem Thema muss man ja Ross und Reiter nennen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wenn Sie ein konkretes Beispiel nennen, ob das das Ross oder der Reiter ist. Aber die Frage, können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, wo das funktioniert hat, wo das gut funktioniert hat oder das vielleicht gerade auch läuft? Also ein prominentes Beispiel, wo, glaube ich, viele nur auf den tollen Erfolg und auch wirklich das großartige Unternehmen schauen, ist nämlich Apple. Ja? Apple ist ein großartiges Unternehmen, jeder kennt es, alle denken an die Produkte. Selbst da ist es in der Analyse oft schon so, dass die Menschen meiner Meinung nach zu viel ans iPhone denken, weil Apple viel mehr als iPhone ist. Also vor allem die Abo-Dienste sind super profitabel und der Payment-Bereich. Aber jetzt nicht als Aktienanalyse gesprochen, aber Apple ist wirklich Weltmeister im Aktienrückkaufprogramm. Alleine dieses Jahr wurde zum Jahresanfang das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar für dieses Jahr aufgestockt. Und Apple, also nur damit man das mal in der Dimension setzt, ja, sag mal, mit etwas über 100 Milliarden Marktkapitalisierung sind SAP und die Telekom die Nummer 2 und 3 im DAX, was die größten Unternehmen angeht, also quasi Gesamtkapitalisierung allen Kapitals, ist etwas mehr als das Aktienrückkaufprogramm von Apple in diesem Jahr. So, und Apple macht das schon seit vielen Jahren. Die haben das Programm 2013 gestartet und haben seither über 500 Milliarden Aktienrückkaufprogramm gemacht. Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist so die Hälfte der Marktkapitalisierung des gesamten DAXes. Und Sie könnten eben alleine mit den letzten 5 Jahren Apple-Rückkaufprogramm, könnten Sie Linde, das marktkapitalisierungsstärkste Unternehmen in Deutschland mit rund 160 Milliarden, die Deutsche Telekom und SAP zusammen kaufen. Ja, das ist nur das Aktienrückkaufprogramm von Apple in den letzten 5 Jahren. Also und das ist natürlich unheimlich stabilisierend. Auf der einen Seite, ich kenne den Kurswert dieser über 500 Milliarden Rückkaufprogramme aus den letzten 9 Jahren nicht. Der wird natürlich höher sein als 500 Milliarden, aber den kenne ich nicht zugegebenermaßen, weil Apple hat ja auskömmliche Kursgewinne gemacht. Aber wenn man sich diese Position vor Augen hält, dann bedeutet das, dass eine Kursschwankung bei Apple um 20% in der Aktie auf den eigenen Bestand mindestens 100 Milliarden Veränderungen der Vermögenswerte von Apple sind. Ja, und von daher sieht man, warum es ein Segen war. Apple ist dadurch natürlich bärenstark aufgestellt, weil die Kriegskasse gefüllt ist und Apple jetzt auch stille Reserven in den Ankäufen hat, weil sie die über viele Jahre machen. Und genau, und das ist, denke ich, ein sehr prominentes Beispiel. Wir hatten es im letzten Gespräch ja auch, warum Apple sich auch positiv von anderen Technologietiteln abgrenzt. Da hatte ich ja auch gesagt, es ist eben die Stärke an verschiedenen Stellen und das ist ein Punkt davon. Herr Schrader, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also wenn ich als, oder jetzt nicht nur ich, oder Privatanleger grundsätzlich, wie sollen die mit dem Thema Aktienrückkaufprogramme bei ihren Anlageentscheidungen denn umgehen? Ist das ein guter Orientierungspunkt? Ich bin im Moment eher in der Fraktion, achtsam zu sein, was das Thema angeht. Ja, also weil der Einfluss auf den Erfolg in der letzten Dekade riesengroß war und eben, also wenn wir auch wieder die USA nehmen, also per Jahresende 2021 als Beispiel hat der S&P in den 11 Jahren davor 337% Gewinn gemacht und davon sind 136% Gewinn und somit die größte Einzelposition, und zwar mit Abstand,
ausschließlich aus Aktienrückkäufen entstanden. Ja, also der Teil, der eigentlich bei Unternehmen, der langfristig, wirklich langfristig, einzig wirklich relevante Treiber hinter Kursentwicklung ist, ist die Gewinnentwicklung. Und die Gewinnentwicklung in dem Zeitraum betrug nur 106%, nur in Anführungsstrichen. Das ist ja auch ordentlich für eine Dekade. Und dann haben sie noch rund 30% Dividenden gehabt. Also das sind ja die originären Erträge, die man mit Aktien, sage ich, langfristig erzielt. Und daneben haben sie eben noch die Kursgewinnverhältnisse, die sich ausweiten und einengen, je nach Marktstimmung. Aber mit Abstand der größte Teil ist durch Aktienrückkäufe entstanden. Und ich sehe das im Moment, also mit der Zuversicht, weil die Bilanzen der Unternehmen wirklich stark sind, im Moment auch gerade in der Berichtssaison ja eher positiv überrascht wird. Aber genieße das mit Vorsicht, weil das eben ganz erheblicher und zwar synthetischer Einfluss auf die Preisbildung, vor allem in den USA ist. Das ist in Europa und Deutschland sind Aktienrückkäufe unbedeutend. Dieses Jahr haben die DAX-Unternehmen angekündigt, für 18 Milliarden Euro Aktienrückkaufprogramme durchzuführen. Also insgesamt, nicht irgendein einzelnes Unternehmen. Also das heißt, die Preisbildung ist etwas ehrlicher, aber für den Moment und in der letzten Dekade natürlich auch deutlich schwächer gewesen. Also es ist ein Stück weit muss man sich das als Anleger selbst überlegen. Wenn man Einzeltitel auswählt, ich bin ja eher aus der Kategorie Fondsselektion und Fondsvermögensverwaltung, das heißt, ich gehe in ganze Mandate. Aber wenn man Einzeltitel aussucht, ist es so, wie wir es in einem unserer vorherigen Interviews schon mal sagten, also stabiler Cashflow, gesunde Bilanzen, geringe Verschuldung sind wichtig, generell in der aktuellen Marktphase, weil man nicht so abhängig ist von den Zinsen und Fremdkapital. Und es hilft natürlich auch bei den Aktienrückkaufprogrammen. Ich sehe es aber definitiv zwiegespalten. Also Augen auf beim Aktienkauf, insbesondere wenn es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die selbst eigene Aktien zurückkaufen. Vielen Dank für diese Information. Das war Stefan Schrader, der Geschäftsführer der Titus Unternehmensgruppe. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne, Herr Kerscher. Bis zum nächsten Mal.